tut uns leid, dass wir noch nicht ganz parat sind. Wir hatten einfach ein paar technische Probleme auf dem Weg hierher und deswegen hat sich alles noch ein bisschen nach hinten verzögert. Aber wir sind gleich soweit. Und dann gibt es ein bunt gemischtes Monsterprogramm von monströsen Stücken der neuen Musik, angefangen bei Karl-Heinz Stockhausen bis hin zu jungen Komponisten der aktuellen aufstrebenden Komponistengeneration. Genau. Ich bitte Sie, sich noch ganz kurz zu geduldigen und wir sind gleich für Sie da. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zum letzten Teil unserer Trilogie. Leider sind die ersten beiden Teile ausgefallen aufgrund von Covid, beziehungsweise wir haben sie nur gestreamt. Und jetzt sind wir sehr froh, nach so langer Zeit wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Das ist unser erstes Konzert, wo wieder Leute anwesend sind. Und Wir freuen uns natürlich riesig darauf, dieses Programm präsentieren zu können. Das ist auch der Abschluss von unserer Trilogie, von dem Gedanken vom Mensch zum Tier zum Monster. Und wir haben über das Jahr hinweg Stücke erarbeitet, die mit dem Thema Menschsein, mit dem Thema Tier, mit dem Thema zwischen Mensch und Tier eine Evolution vollzogen haben. Und letztendlich landen wir beim Monster.
Und die Monsterstücke beleuchten die Idee von Monstersein, von Monsterklängen, von Monsterkonzepten, von Monstervideos auf ihre eigene Art und Weise, von kindlich verträumt bis radikal und brutal. Und umrahmt von Stücken, also es gibt vier Schwerpunkte oder vier Schwerpunktstücke, die mit dem Ensemble arbeiten, und umrahmt werden diese von den Tierkreisstücken von Stockhausen, und die muss man jedes Mal für sich neu entdecken und neu arrangieren, was sehr viel persönliche Note und sehr viel Eigenleistung erfordert und jedes Mal etwas komplett Neues und Unerwartetes hervorbringt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Monster und Ensemble Lemniskate. Thank you.
soeben hörten, war eine Weltpremiere der Komponistin Katharina Rosenberger, die heute leider nicht hier sein konnte. Aber sie wird bei unserem nächsten Konzert in Basel beim Heimspiel dabei sein. Und was Sie hier hörten, das sind Stockhausens Music Boxes. Von jede der, es gibt 12 Stücke von Tierkreis. Und jedes dieser Stücke besteht aus einer Melodie und einer Begleitung. Und die Idee bei Tierkreis ist es, dass die Melodie mindestens einmal vorkommen muss. Und danach kann man sie variieren und bearbeiten und umformen und damit frei umgehen. Und für jede dieser 12 Melodien hat Stockhausen eine dieser Boxen angefertigt, in denen eine Spieluhr drinnen ist, die Melodie und die Begleitung weitergibt.
Thank you.
Thank you.
Stück ist jetzt von Natascha Diels. Und wir brauchen davor eine kurze Umbaupause, weil es technisch doch ein wenig aufwendiger ist. Und wir kein Theater sind. Aber mit dem Stück schon so in die Richtung gehen. Bitten Sie um einen kurzen Moment Geduld. Es wird so drei, zwei, drei Minuten gehen.